Hi, hier ist der Alex Und der Stefan. vom Monatsmob. Monatsmob. Willkommen im Mai. Diesen Monat geht es um Weiterbildung und wir möchten dich motivieren, wie du dich weiterbilden und dadurch wachsen kannst. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Ja, wir werden uns im Mai weiterbilden und das Interessante an dem Monat finde ich, dass, also ich persönlich werde etwas machen, was mir sehr viel Spaß macht mit dem Weiterbilden und ich kann es eigentlich auch nur empfehlen, dass man etwas macht, was einem wirklich Spaß macht und man sich nicht in einem Bereich weiterbildet, wo man denkt, man muss es tun. Und von daher würde man ja am Anfang denken, okay, wo ist das Problem? Ich mache etwas, was mir Spaß macht, aber so einfach ist es doch nicht, weil ich glaube, gerade bei so einer Sache wie Weiterbildung, die fällt leicht unter den Tisch und man denkt sich, ja, ich habe so viele andere Dinge zu tun, mache ich morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder nächsten Monat. Und wir wollen das jetzt ändern und die Sache wirklich mal anpacken. Richtig. Genau. Und warum willst du denn die Sache anpacken, Stefan? Ich habe mir das überlegt. Ich bin ja auch schon ein Stück weit schon Weiterbildungsweltmeister, habe ich vorhin gesagt, durch meine Wikis, durch meine Wissenssammlungen. Aber ich habe mir jetzt mal endlich überlegt, warum ich das überhaupt mache. Also, ich habe es auch schön formuliert. Ich will mich täglich weiterbilden, weil ich dadurch meine Angebote aktuell halte. Und weil ich mich durchs Umsetzen der Infos, ganz, ganz wichtig, umsetzen, weiterentwickle und ein besseres Leben führe. Das ist so mein Warum in einem Satz zusammengefasst. Und wie bin ich darauf gekommen, indem ich mir die negative Folgenkette überlegt habe und die positive? Erzähle jetzt nicht, würde den Rahmen sprengen, kann man vielleicht im Blogpost dann nachlesen. Und das führt mich auch dann schon dazu, was ich tue. Ich habe eine furchtbar lange Liste mit über 100 Einträgen, die ich jetzt über die Zeit gesammelt habe. Da sind Videos drin, PDFs, gekaufte Infoprodukte und alles Mögliche und viel Business-Sachen, auch private Sachen. Das ist ja immer auch ein Stück weit gekoppelt bei mir. Und da geht es dann, also ich kann jetzt nicht die 100 Sachen abarbeiten, das ist nicht mein Ziel. Ich will erstmal Prioritäten in die Liste reinbekommen und dann täglich mindestens eine Sache von den Dingen abarbeiten und dann auch entscheiden, ob und wie ich die Dinge umsetze. Weil für mich ist ganz wichtig beim Weiterbilden, nur reines Konsumieren bringt nichts. Ich meine, das gibt dir vielleicht ein gutes Gefühl in der Situation, aber du musst schauen, in meinen Augen, wie du die Sachen dann auch anwendest und umsetzt in deinem Leben. Wenn du das nicht tust, dann kannst du vielleicht Genau. überall mitreden, aber. Genau. Und Weiterbildung hat bei uns im Land eigentlich immer, man hat da dieses Bild von jemandem, der vor einem Buch sitzt und sich irgendwas durchliest. Aber der wichtige Teil an der Bildung ist eben auch, dass man Erfahrungen sammelt und nicht nur Theorie in sich aufsaugt. Das Ja. wird, glaube ich, auch oft unterschätzt und gerade in unserem Schulsystem eben auch. Deswegen gibt es ja auch einen Monatsmob. Das ist ja unser gelungenes Projekt, kann man mittlerweile sagen. Wir machen es seit einem halben Jahr, die Dinge umzusetzen. Und genau deswegen sind wir hier zusammen. Genau, aber es spricht nichts dagegen, wenn man jetzt erstmal sich was durchlesen will, wenn man Bücher lesen will, was auch immer. Aber wichtig ist, dass man dann halt danach auch irgendwelche Konsequenzen draus zieht und ins Tun kommt. Ansonsten ist die Info halt, ja, nicht so wertvoll, wie sie sein könnte. Richtig. Was machst du in dem Monat, Alex? Also bei mir ist es ja so, ich bilde mich ja auch ständig weiter im Prinzip. Das hängt damit zusammen, dass ich einfach total neugierig bin auf so unendlich viele Dinge und mich ständig mal in irgendwas einlese. Das sind aber oft nur so kurze Phasen. Und deswegen will ich mich in dem Monat mal konzentrieren auf eine Sache. Das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil ich so viel parallel laufen habe und ich werde mich in Sachen Fotografieren weiterbilden. Das heißt, ich habe da einen Online-Kurs, shootcamp.at, den kann ich auch mal verlinken dann im Blogbeitrag. Den werde ich durcharbeiten. Das Schöne ist auch, dass es da immer Praxisübungen dazu gibt. Und ich werde dann auch rausgehen und fotografieren, um die Sachen dann gleich umzusetzen. Du wirst auch im Urlaub Und sein, 2 Wochen lang in Holland, da gibt es sicherlich auch neue Motive, Käse, genau, Rosen. genau. Gerade auf so einer Nordseeinsel, das wird sicher sehr spannend. Und da kann ich halt auch problemlos das mit dem Fotografieren dann im Urlaub integrieren. Ja, und ja, es ist einfach, es ist auch eine meiner Hauptmotivatoren, warum ich das mache. Dass ich eben nicht überall nur reinschnupper und danach die Informationen zwar irgendwo in meinem Kopf rumschwirren, aber nicht so richtig greifbar sind, sondern ja, ich will eben das mit dem Fotografieren jetzt mal durchziehen. Und wenn ich mir das allein vorstelle, wie halt Leute reagieren, wenn sie meine Fotos sehen und dann wüsste, das hast du fotografiert, oh, schaut ja total professionell aus. So, Dann das spornt mich allein schon an. kannst du sagen, das lag an dem Monat, wo ich mich einen
30 Tage lang verpflichtet habe, mich weiterzubilden in Sachen Fotografieren. Genau. Unter anderem lag es daran. Was kann man noch machen? Man kann was lesen natürlich, das machen auch viele Leute in unserer Gruppe, Bücher lesen. Man kann Sprachen lernen, das wollen auch viele Leute machen, wobei wir noch überlegt haben, vielleicht machen wir noch irgendwann einen Sprachenlernen im Monat extra, mal schauen. Gespräche mit Gleichgesinnten finde ich immer auch noch weiterbildungsmäßig, es sei denn, man redet nur über das Wetter, dann natürlich nicht, aber mit dir, die Gespräche sind immer sehr weiterbildend, finde ich, mit Michael Toppelreiter. Und Newsletter kann man lesen, da habe ich ganz viele alte, die ich auch noch ausmisten will bei der Gelegenheit. Ja. Ja, Und also allgemein kann man halt sagen, je nachdem, welcher Lerntyp man ist. Manche nehmen halt die Informationen am besten durchs Lesen auf, andere hören es am besten. Das funktioniert halt in einem persönlichen Gespräch sehr gut oder man hört Podcasts und ich bin zum Beispiel jemand, der sich total gern Videos anschaut, weil ich ich muss immer was hören und die Person erleben und dabei sehen und dann ist das für mich irgendwie greifbarer. Deswegen bin ich so der Videotyp. Und eigentlich wird wahrscheinlich jeder schon wissen, was er für eine bevorzugte Methode hat. Falls er nicht wirklich was anderes ausprobiert hat, würde ich auch vorschlagen, den Monat mal zu nutzen, andere Quellen zu nutzen, weil ich habe jahrelang nur gelesen, bis ich eigentlich gemerkt habe, dass Videos bei mir viel besser funktionieren. das ist ein sehr guter Vorschlag. Ja. Und was man auch machen kann, wenn du jetzt sagst, du bildest dich schon weiter, weil du studierst oder irgendeinen Kurs besuchst gerade schon, dann such dir noch was komplett Fachfremdes, solange es deine Zeit erlaubt. Aber ich schätze, 5 Minuten am Tag hast du, um irgendwie was anderes mal anzuschauen. Also such dir gerne noch was Fachfremdes. Ja, also das ist auch eine Sache, die ich total wertvoll finde, weil anfangs denkt man oft, okay, oder ich denke ja manchmal gar nicht drüber nach, springe dann einfach in ein Thema rein und erkenne dann auch Zusammenhänge oder Dinge, die mir auch für andere Bereiche des Lebens helfen. Also man sollte das nicht unterschätzen, irgendwas Fachfremdes zu machen. Genau. Das auf eine oder andere Weise hilft einem das immer. Oder auch mal mit Leuten austauschen, die völlig aus einer anderen Richtung kommen und denen erklären, was man denn tut in seinem Leben. Auch interessant. Ja, das ist sehr herausfordernd, ja. Ja. Aber genauso interessante Erfahrung, ja. Okay, nächster Punkt bei mir, wann ich das Ganze tue. Ich mache das direkt nach dem Mittagessen, mache mir so eine Art Trigger. Dann misste ich erst was aus und dann bilde ich mich weiter. Das ist so mein Ablauf nach dem Mittagessen. Dann würde ich es fest verankern. Das ist jetzt meine Herangehensweise. Bei dir wird es wahrscheinlich ein bisschen flexibler sein durch einen Urlaub oder du wirst den ganzen Tag fotografieren, weiß ich nicht. Genau, im Urlaub kann ich das jetzt noch nicht sagen, wie es wird. Da hängt es wahrscheinlich dann auch vom Wetter ab. Aber solange ich noch hier bin, habe ich mir vorgenommen, das immer in der Früh zu machen. Weil, oder hauptsächlich, weil fürs Fotografieren hat man das beste Licht entweder am Morgen oder am Abend. Verstehe. Und deswegen wird das Fotografieren selbst immer am Morgen oder am Abend stattfinden. Und ja, den Videokurs kann ich auch dazwischen, könnte ich da machen, aber ich versuche es eher am Morgen zu machen. Cool. Was gibt es für Hindernisse? Bei mir gibt es das Hindernis, dass ich mich frage, ob sich das lohnt, anzuschauen, was ich da gerade vor mir habe. Weil ich mache ja viele verschiedene Dinge und da sind Sachen dabei, die sind gut und die sind schlecht, sozusagen. Und ich habe dann einfach definiert jetzt, wenn mich etwas nicht mitnimmt, also wenn ich keine Resonanz dazu habe, dann springe ich ein bisschen nach vorne im Video oder schaue mal kurz weiter runter in den Text. Und wenn ich dann immer noch nichts Interessantes finde, dann höre ich auf, das zu lesen. Knallhart. Weg damit. Das ist so eine Sache. Und Und wo ist eine jetzt das andere. Hindernis? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das Hindernis ist im Prinzip mein Denken, ob ich dafür Zeit habe, genug, um das jetzt komplett durchzulesen, wenn es mir eigentlich gar nichts bringt. Wo ich doch auch schon so viel weiß. Deswegen, ich bin eigentlich gerade am wenig weiterbilden, weil ich irgendwie den Eindruck habe, ich habe so viel angesammelt über die letzten Jahre, dass ich das jetzt umsetzen kann. Ich bin auch krass am Umsetzen zurzeit. Aber trotzdem ist, glaube ich, gut, sich weiterhin neue Sachen zu holen, weil man wächst ja durchs Umsetzen, wie du vorhin auch im Intro gesagt hast. Und dann ist man ja ein Stück weiter und dann hat man ja wieder wenig Weiterbildung in dem Bereich, weil man weiter ist. Und dann muss man sich wieder weiterbilden, weil man auf einem neuen Level ist, sozusagen. Genau, aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn man einen Grundstock an theoretischem Wissen hat, ist es erstmal wichtiger, man setzt Dinge um, geht in die Praxis und dadurch lernt man dann erstmal viel mehr, als wenn man noch mehr Theorie aufsaugt. Und dann kann man nämlich, wenn man ein bisschen praktische Erfahrung hat, dann kann man wieder in die Theorie gehen und versteht Sachen wahrscheinlich auch ganz anders. Kann die ganz anders aufnehmen, weil man sich denkt, ah ja, genau, das habe ich auch oder ah Ja. ja. Weiteres Hindernis bei mir, wenn ich es nicht schaffen sollte, am Rechner irgendwie mich weiterzubilden, dann lese ich abends ein Buch. Und zwar diesen dünnen Schinken hier. Ja. Ich habe
Psychologie des Überzeugens, das ist ein sehr dünnes Buch. Es ist, ja, das ist und schon alles da drin. Es begleitet dich schon seit dem ersten Monat, richtig? Scheiße, du hast recht. Ja, daran sieht man, dass ich die Weiterbildung vernachlässigt habe. Ja, sehr gutes Gedächtnis. Ja, da gab es nämlich ein Foto im ersten Monat von Stefan, wie er auf einer Bank sitzt und dieses Buch liest. Ja. Ja. Seitdem kaum weitergelesen. Was gibt es bei dir für Hindernisse und mögliche? Also wie ich schon gesagt habe, dass ich wieder, dass mich irgendein anderes Thema anfixt und ich in ein anderes Thema reingehe, wieder also quasi Ablenkung habe. Dass ich eben, weil ich andere Dinge zu tun habe, mir denke, naja, das ist ja nicht so wichtig, das kann ich ja auch von anders verschieben. Das sind eigentlich so die Haupthindernisse bei mir. Ja. Ab und zu kann es auch passieren, dass ein Hund einfach im Weg steht. Das ist auch ein Hindernis. Ja, Schweinehund zum Beispiel oder auch ein anderer Hund. Ja. Ja. In unserer Facebook-Gruppe ist noch gesagt worden, um mal wieder ernst zu werden, zu viele Sachen auf einmal ist ein Hindernis, das ist immer so, das ist ein generelles Hindernis, wenn es um Gewohnheiten verändern geht. Und da mein einfacher Tipp, schau dir, was dir am wichtigsten ist in deiner Weiterbildung und mach das täglich zuerst und widme dich dann erst anderen Themen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Also immer fokussieren aufs Wichtigste. Das ist bei dir wahrscheinlich der Fotokurs und bei mir ist es meine Liste. Genau. 100 Sachen. Ja. Ansonsten aufschreiben mache ich mit einer Checkliste an der Wand mittlerweile. Finde ich besser als über eine App, habe ich in dem letzten Monat festgestellt. Einfach abhaken und aufschreiben, auch eine gute Sache, dir am Ende des Tages bewusst zu werden, was hast du getan, und das kannst du gerne tun, indem du es bei uns in der Facebook-Gruppe oder im Forum auch postest, was du denn heute konsumiert hast. Oft liest man ja Sachen im Internet, dann hat man einen Link dazu, dann post es gerne und wir können sehen, was ihr so alles an Weiterbildung betreibt. Würde mich zumindest interessieren. Genau, dann können sich auch alle weiterbilden, die gerade selber nicht wissen, worin sie sich weiterbilden sollen. Das stimmt, ja. Auch wenn man natürlich alles anschaut, dann ist man wieder auf dem Holzweg, weil dann ist es Overload, aber... Genau, es wäre natürlich nett, wenn ihr noch einen kurzen Kommentar hinterlasst, ob sich das lohnt, die Sache zu konsumieren oder ob ihr es für total schwachsinnig haltet. Spamming ist bei uns nicht erwünscht. Ja, genau. Ja, das ist von mir noch ganz wichtig, nochmal die Wiederholung, komm vom Weiterbilden und Wissen ansammeln ins Tun, komm ins Umsetzen. Genau, wenn du das Video bis jetzt geschaut hast, dann hast du im Prinzip dich weitergebildet und jetzt ist der entscheidende Punkt, ins Umsetzen zu kommen. Das heißt, überleg dir, warum du es machen willst, was du machen willst, wann du es machen willst, vielleicht auch welche Hindernisse es gibt und wie du drumherum läufst um die Hindernisse und wie du es misst und aufschreibst, und dann bist du ready to go. Ja, und im Optimalfall sogar noch, ob du jemanden kennst, mit dem du das Ganze zusammen machen kannst. Richtig, das vergesse ich immer, weil wir unsere Umsetzungspartnerschaft schon haben. Okay, cool. Sonst noch was, Alex? Nee, fällt mir gar nichts ein. Cool. Du musst jetzt ins Tun kommen. Richtig, dann freue ich mich auf schöne Fotos von dir. Ja, das Ziel wäre jeden Tag, das Foto des Tages zu posten. Ja, stimmt, das kannst du auch wirklich tun, wenn du in Holland Internet hast, wovon ich ausgehe. Ich denke auch mal, die sind schon halbwegs zivilisiert da. Du hast ja auch eine orangene Wand schon, du bist schon gut eingestimmt drauf. Yep. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Weiterbildung. Ja, tschüss. Ciao. Monatsmob.